Schön, dann gehen wir jetzt angeln. Wir gucken noch schnell, das Gewächshaus fällt mir gerade ein. Die uralte Frucht oder die uralte Saat müsste ja eigentlich bald mal wieder blühen. Mal reingucken. Blüht da was? Nee, noch nicht. Aber bald wahrscheinlich. Bald wieder. Jo. Und die zwei Bäume da unten kommen dann weg, sobald die anderen gewachsen sind. Damit ich da konstant noch Früchte rauskriege. Ich habe mich die eigentlich schon mal normal verkauft. Mache ich jetzt auch mal. Ich will mal wissen, was die preislich für Unterschied haben. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Also an den Preis. So. So, soll ich jetzt den Amaranth? Komm, wir ernten den mal. Da behalten wir auch mal einen auf Tasche, obwohl ich ja die Amaranth-Quest schon mal gemacht habe. Behalten wir trotzdem einen. Dann werden wir den auch noch verkaufen. Zack, zack, zack. Den Plan für dieses Kristallarium habe ich jetzt auch. Stein, Gold, Iridiumbahn, Batterie. Das ist teuer. Da machen wir halt weiter erstmal mit einem. Ah, eine Fackel kam daraus. Schön. Schön. Das ist bescheiden. Drei Fackeln kamen daraus. Okay. Ja. Ja, nee. Das, nee. Das lohnt sich ja mal sowas von überhaupt gar nicht. Aber anscheinend, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es. Also ich habe das irgendwo gehört oder gelesen. Das ist aber länger her. Vielleicht war es auch gar nicht Stardew Valley, sondern ein anderes Spiel. Ich weiß es, keine Ahnung. Aber eigentlich müsste es hier sein, dass man aus dieser Zeitung, wie gesagt, mit geringer Wahrscheinlichkeit Stoff kriegen kann. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit halt so gering, dass ich hier wirklich nur gerade Fackeln rauskriege. Ja, das könnte sein. Ich habe gerade überlegt, was ich kaufen soll, aber das reicht noch mit den Süßkartoffeln bis zum letzten Tag des Herbstes. Deswegen werden wir die noch anpflanzen. Wenn wir schon hier sind, gehen wir jetzt hier angeln. Ein Kent könnte ich noch was schenken, komm. Hey, also das ist ein wirklich großartiges Geschenk, danke. Und da fällt mir gerade ein, wir gehen nicht hier angeln. Wir hocken eigentlich hier. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Trinkst du Wein? Tut mir leid, aber ich hasse das total. Sie ist die Tochter von Pam, ne? Stimmt. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber hey, da ist Mani. Mani trinkt sicher Wein. Mani hat Geburtstag. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich, danke. Ein rotes Pünktchen unten in der Ecke. 6 Herzen. Krass. Sehr krass. Guck mal, wie sie grinst. Das ist wahrscheinlich Entschädigung genug für das grausige Bild, das ich gemalt habe, oder? Oder noch nicht? Ich würde es sehr hoffen, wenn das eine gute Entschädigung war. Weil das Bild ist ja echt, also... Ja, könnte man ein Horrorspiel über das Bild machen. Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Und wenn, dann liegt es nur an meinen Zeichenkünsten und nicht an Mani. So. Haben wir uns bei diesem nicht realen, bei dieser nicht realen Person auch entschuldigt dafür, dass wir ein grausiges Bild gezeichnet haben. Ach, guck mal an. Ein Schmied kann sie dir aufbrechen. Gefrorene Geode und Amphibienfossil. Schön. Wie auch immer das in der Schatzkiste gekommen ist, das Fossil. So, oh je. Jetzt aber. Ja. Bin mal gespannt, wie lange das geht, bis Angeln oben ist. Lang kann es eigentlich nicht mehr gehen. Ich bin schon ewig auf Stufe 9 gefühlt. Aber ich habe auch nicht allzu viel geangelt. Also am Anfang habe ich ja wirklich, da war ich ja jeden Tag bald am Angeln, auch damit ich so schnell wie möglich die Fische fürs Community Center zusammenkratze. Da ging einiges und zwar ziemlich schnell. Community Center wäre ja, hätte ich da im Herbst nicht den einen Regentag verpennt, hätte ich im ersten Jahr im Herbst auch das Aquarium schon fertig gehabt. Aber da habe ich halt komplett verpennt. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben es ja geschafft. Community Center ist fertig, by the way, wer es nicht weiß. Das Ding haben wir von der Liste gecrossed. Die nächste Sache ist dann das Kino. Das wird ein bisschen... Oh Gott. Hau bloß nicht ab. Das Kino wird noch ein bisschen länger dauern, habe ich das Gefühl.
Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Die doofe Tigerforelle immer. Oh, oh geil. Das nehme ich an. Dankeschön. Ich kann überlegen, ob ich irgendwas bei Clint liegen habe. Ich glaube nicht, ne? Das letzte war, glaube ich, die Goldaxt. Die habe ich ja. Das war, glaube ich, das letzte. Die Mülleimer habe ich, glaube ich, vor der Axt machen lassen. So, weiter geht's. Naja, irgendwann haben wir alles auf Iridium. Ich sag's euch, irgendwann ist es soweit. Aber dazu muss ich halt in die Wüste. Aber wenn wir jetzt halt so eine Angelquest haben, die einen guten Tag in Anspruch nimmt mit 20 Fischen, werden wir die Sache auf jeden Fall zuerst klären, weil ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben ja schon so einige wilde Zwischensequenzen zu sehen bekommen in diesem Spiel durch irgendwelche besondere Bestellungen und Brettaufgaben. Unter anderem die letzte mit Willy und dem Käferfleisch. Die 100 Käferfleisch für Willy, das war ja... Uiuiui, ich habe keine Ahnung, was das für ein lebender Blob war, der da neben ihm rumgewackelt ist, als er am Angeln war. Auf jeden Fall haben wir das verbrockt, weil wir haben ihm das Käferfleisch gebracht. Jetzt hat Willy halt so einen komischen lebenden Blobfreund aus Käferfleisch, den er als Angelköder missbrauchen kann und den er wahrscheinlich noch Sprechen beibringen wird, eventuell. So verrückt schätze ich Willy ein. Apropos, wenn ich es gerade von Willy habe. Diamant, geil. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Da müssen wir auch, oder da gehen wir auch mal allmählich dran. An die Bootsreparatur. Der hat uns ja das Boot gezeigt, das kaputt ist. Und ich vermute ja, dass das Boot ist, mit dem man dann auf die Ingwer-Insel fährt. Oder auf die Ginger Islands, wie sie im Englischen heißen. Deswegen werden wir da auch irgendwann baldigst mal dran gehen, da ein bisschen was zu tun. Ich glaube, das waren 5 Batterien. Oh, jetzt habe ich verklickt, weil ich auf den Zettel geguckt habe. Doch, 5 Batterien, 5 Iridiumbahnen und 200 Hartholz. 200 Hartholz habe ich auch fast, oder habe ich sogar. Das Iridium wird spannend, die Batterien habe ich safe. Ziemlich safe. Aber das wird. Das kriegen wir hin. Wir müssen ja auch nicht sofort dahin. Ich meine, ich habe das Spiel früher auch bis Jahr 3 oder 4 gespielt, ohne dass es diese Ingwer-Insel überhaupt gab. Also wir haben genug Zeug zu tun. Oh Gott. Stopp. Wir haben ja auch immer noch keine Kühe, keine Schweine und sonst was, ne? Wir haben echt nur Hühner und Enten. Also von dem her, unsere Farm ist noch nicht mal annähernd zur Hälfte fertig. Nicht mal annähernd. Bis ich mal alles umgesetzt habe, was ich so im Kopf habe, ist ja wahrscheinlich ein Jahr 10. Ja, okay, ob es Jahr 10 wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird das noch eine Zeit lang dauern. So, 2 Fische noch. Gut, ja, also es geht doch fast einen Tag, die da rauszuholen, die Fische. Aber jo. Es ist Donnerstag, am Montag kommt dann erst die nächste Aufgabe. Wir haben also gut, wir liegen gut in der Zeit. Zack, noch einer, da machen wir dann schön Dünger draus. Hallo? Da machen wir dann schön Dünger draus. Das ist auch was Schönes. Den könnten wir dann eigentlich auch in die Kiste schmeißen im Gewächshaus, wenn ich das nicht sogar letztes Mal schon getan habe. Könnte sein, dass ich das schon gemacht habe. Oh Gott, stopp. Stopp, bitte. So. Zack. 1500 Gold abgesnackt. Geil. So. Schöne Sache. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Werden Dünger machen. Die Süßkartoffeln pflanzen wir noch schnell an. Dann den Dünger und dann legen wir den ins Gewächshaus, damit er da ist, wo er hingehört. So, ah ja, guck. Ah ja, stimmt, die Felder, der Dünger bleibt, solange man die Felder, glaube ich, nicht einen Tag unbestellt lässt oder so. Hätte ich jetzt mal behauptet. Ob das stimmt, was ich da sage, weiß ich nicht. Dafür habe ich aber auch meine schlauen Leute, die wissen da Bescheid. Die werden da auch sicher einen Kommentar drüber ablassen. Denke ich mal. Wie viele Fische habe ich denn jetzt? Rein theoretisch 20. Wo sind wir denn? Was war doch mal der Dünger? Das war Harz und Fisch, ne? Genau. Harz und Fisch.
Dann 40 Harz müsste ja rein theoretisch genau aufgehen. Perfekt. Ja. Mathe-Genie am Start. Jetzt werde ich das ins Gewächshaus bringen. Mal ganz kurz hier reingucken, ob ich den anderen hier drin habe. Ne, hier ist nur der normale drin. Dann habe ich den ja eventuell schon im Gewächshaus. War ich so schlau? Habe ich das getan? Ich war so schlau. Sehr schön. Sehr schöne Sache. Hier kann ich jetzt nicht mehr düngen, ne? Wenn da Pflanzen sind, kann man nicht mehr düngen. Nee. Muss vor dem Pflanzen. Ja, stimmt. Vor dem Pflanzen. Ja, Schande. Schade und Schande. Naja, die anderen kriegen Dünger. Die anderen kriegen auf jeden Fall Dünger dann. So, Geoden. Schön. Die Sammlung wächst. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich diese Pfanne überhaupt dabei haben will. Ich habe keine Ahnung. Lohnt sich das überhaupt? Kann ich damit... Ich behalte sie mal dabei. Ich weiß gar nicht, ob man damit irgendwo, irgendwie, irgendwann mal was Lohnenswertes rauszieht überhaupt. Ich weiß es echt nicht. So, lass mal überlegen, was wollte ich denn noch? Ach, das Fossil wollte ich noch wegschmeißen. Dann muss ich mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel schauen, wegen dem... was ist das? Schleimstall, den haben wir, stimmt. Hühnerstall habe ich geupgradet, großer Schuppen. Ja, da gehen auch noch 200 Hartholz drauf. Die Sache ist... Lass mal gucken, wie viel Hartholz haben wir denn? 97... nee. Das Hartholz ist in erster Linie erstmal für Willis Boot. Stehen hier denn schon Bäumchens? Sie sind am Wachsen. Ich habe sie diesmal nicht gedüngt. Da ist ja auch nicht ganz so schlimm. So. Was machen wir jetzt? Gehen wir ins Bett? Ich hätte gesagt, wir gehen ins Bett und schauen, ob wir bis morgen irgendeine Belohnung bekommen für... die 20 Fische. Morgen müssen wir auch einen Händler wagen, weil ich habe immer noch diese blöde Bürgermeister-Dings mit der Flasche Trüffelöl. Und eigentlich sollte ich noch schnell am Strand vorbei, aber wo habe ich jetzt mein Pferd? Dann gehe ich doch ins Bett. Ich muss den Hummer, ich muss gucken, ob der Hummer noch in den Fischreusen hängt am Strand unten bei Willy. Aber jetzt gehen wir ins Bett, das machen wir morgen. Gute Nacht. Ui, was gab denn da? Die Preiselbeeren gaben gut Kohle. Schön. Schön. Nicht schlecht. 14.000 Gold. Momentan sind wir gut betucht. Am Gold mangelt es nicht. Es mangelt an allem anderen, nur nicht am Gold. Denk immer daran, deine Augen nach wildwachsendem Essen offen zu halten. Da draußen gibt es eine Menge. Spatz, ich bin schwanger. Ist das nicht wundervoll? Oh mein Gott. Natürlich. Knutsch, jetzt kriegst du keinen Wein mehr von mir, gute Frau. Merkt ihr das? Jetzt gibt's keinen Wein mehr. Ja, krasse Sache. Zack, schwanger. Ich habe nichts gemacht, außer ins Bett zu gehen. Mitteilung, hat irgendwer eine Batterie? Die Fernbedienung von meinem Fernseher hat den Geist aufgegeben und es ist wirklich nervig beim Umschalten immer aufzustehen. Gezeichnet Pam. Okay, Pam. Pam braucht Saft. Jo, kriegste, gute Frau. Da geh ich gleich an die Kiste und hol eine Batterie für dich. Jo, hab noch massig Batterien auf jeden Fall. Exzellent. Gucken wir hier schnell rein. Hier wuchert, hier ist alles am Wachsen, das ist schön. Jetzt werde ich wahrscheinlich gerade mal kurz die Erdbeeren wieder bepflanzen da oben, beziehungsweise ich muss Samen draus machen. Wie lange geht das denn eigentlich? Wie viel brauche ich denn? 8, 9, 10, 11, 12 kann ich anpflanzen. Das machen wir, glaube ich, auch. Und ich, Spezialist, habe gestern Nacht nicht drauf geachtet, was das Zeug mir an Kohle einbringt hier, die Früchte. Mensch. Menschenskinder. So, 2 Erdbeersaat. Da stecken wir gerade nochmal eine rein.
und pflanzen die schnell an. Machen wir gerade hier. Ja, bis wir bald die uralte Saat im ganzen Gewächshaus haben, so lange pflanze ich Erdbeeren. Fertig. Das ist mein Plan, das ist meine Strategie. So, du müsstest doch gerade wieder fertig sein, genau. Nur eine, schade. Naja. Aber ich habe auf jeden Fall aus drei Pflanzen rein theoretisch mehr wie drei rausbekommen, weil die dritte ist noch drin und da kommt safe eine raus. Das heißt, es ist immer noch ein guter Deal. Was haben wir? Drei. Ja gut, ich habe aus drei sechs rausbekommen. Nicht schlecht. Kann man sich jetzt nicht wirklich drüber beschweren. Ganz und gar nicht. Finde ich. So. Ja, das, der Teich da oben, das ist doof, dass die diese Muschel brauchen, die man nur im Winter kriegt. So, Kaviar ist verkauft. Die Batterie ist für Pam. Wir müssen noch an den Händlerwagen auf jeden Fall. Wir müssen noch zu den Hühnern. Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Was mache ich denn? Ich muss da hin. Mensch. Heute ist nicht gut mit dem Kerl. Heute ist er irgendwie neben der Spur. Also so wie immer. So, zack. Schön. Hühner. Hühner, 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 Hühner. Hühner, Hühner, Hühner. Hallöchen. Da will wieder jemand raus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, habe ich gesagt. 8. 9. Bin verwirrt. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich doch jetzt mindestens 10 Tiere haben sollte, oder? Oder bin ich komplett verwirrt? Oh, die Entenmayo ist ein Haufen Geld wert, sehe ich das richtig? Hätte doch nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Da war auf jeden Fall gerade ein lilaner Hintergrund. Das heißt, es ist, glaube ich, über 500 wert. Mindestens. Glaube ich. Irgendwie so war das. Was haben wir denn noch? Du kommst noch da rein. Und du? Voll dick im Mayo-Business, der Kerl. Ich sag's euch. Dick im Mayo-Business. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also einer von euch... Ja, jetzt habe ich alle. Genau, die 11 ist im Brutkasten, danach kommt noch die 12. Und dann ist der Stall voll. Schön. Fall gelöst. Jetzt gehen wir zu Pam. Wir wissen ja, wo sie um die Uhrzeit ist. Die gute Busfahrerin. Dann kannst du heute Abend wieder fernsehen, wenn du daheim bist. Hey, du hast echt eine Batterie besorgt. Danke, mein Kind. Du hast mein Leben gerettet. Keine Ursache. 400 Gold, jo. Besser wie nix. Die Pflaumen nehme ich noch mit. Ach komm, die Haselnuss nehmen wir auch mit. Hey, Haselnuss bitte. So. Jetzt gehen wir zum Händlerwagen. Und hoffen, dass wir den Trüffel bekommen. Weil sonst muss ich echt... Schweine haben. Ich muss gerade noch mal überlegen. Schweine sind's. Sonst brauche ich echt Schweine. Damit ich an Trüffel komme. Das wäre ein bisschen doof. Da müsste ich jetzt extra einen Stall bauen mit einem Schwein. Und mich mit dem ein bisschen anfreunden, damit ich einen Trüffel kriege. Nur um dieses Trüffelöl für den Bürgermeister zu machen. Und momentan möchte ich noch keine Schweine haben. Da ist ein Schwein. Gibst du mir einen Trüffel? Komm. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Das war ein bisschen gruselig. So, zeig mal her. Die Hasenwolle ist gekauft. Die ist gekauft. Brauche ich die Hasenpfote überhaupt noch mal irgendwo? Puh, ich weiß es nicht. Wenn nicht, hier kriegen wir sie ja wieder. Ja, jetzt habe ich das gekauft. Dann bauen wir doch einen Webstuhl. Dann komme ich wenigstens näher an den Stoff dran für die Mühle, weil die Mühle kostet mich nicht zu viel. Die kann ich easy bauen lassen. Und da kann ich ja dann aus Weizen und so Mehl machen und aus Reis, Sprossen Reis oder aus Reis
ich weiß gar nicht, irgendwas. Ich habe da auch einen Kommentar bekommen, wenn man die ganzen Tiere hat und die Mühle und alles, dann kann man da anscheinend relativ easy komplett unabhängig werden, so selbstversorgermäßig. Das Einzige, was man dann anscheinend noch kaufen muss, ist Essig und den ganzen Rest, alles andere im Spiel, alle Ressourcen im Spiel kann man sich dann selbst herstellen. Und das finde ich dann schon ziemlich geil, dass sowas geht. Das feiere ich richtig. So 60 Holz waren es jetzt, glaube ich. Ich habe drauf geguckt und habe es mir nicht gemerkt. Ich glaube 60 Holz, 30... Ups. 30 Fasern und ein Kiefernteer. Das wäre schon geil, wenn man da komplett unabhängig werden kann von... 101 Kiefernteer habe ich noch. Gute Nacht. Wenn man da komplett unabhängig werden kann von allen Leuten, also von Pierre, vom Jojamark, okay, Jojamark ist eh weg. Wenn man da komplett unabhängig wird von der Produktion her, außer Essig, ist schon geil, finde ich. Geil, dass es die Option überhaupt gibt im Spiel. Feiere ich wirklich richtig ab. Finde ich richtig geil. Jetzt könnten wir eigentlich schnell zu Robin gehen und gucken, was mich denn die Mühle kostet. Noch. Die habe ich nämlich, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Oder habe ich das? Steht da Mühle? 150 Holz, 50 Stein, 4 Stein. Doch, das ist sie. Ja gut, das Zeug habe ich easy. Wir könnten ein bisschen Holz machen. Wir könnten ein bisschen Holz machen. Ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht doch noch den Baumdünger mache. Fasern und Stein. Ich habe fast keinen Stein. Also ich habe schon Stein, aber nicht so viel. Nee, das machen wir besser erstmal nicht. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt dann wirklich... Lass mal überlegen. Ich glaube, wir gehen ab morgen mal wieder in die Wüste. Nein, das war so klar, dass das passiert. Oh Mensch. Ärgerlich. Wir gehen ab morgen in die Wüste. Und holen uns Stein. Und werden uns ein bisschen durch die Schädelhöhle kloppen. Ich hoffe, ich habe mal ein bisschen mehr Glück wie sonst. Es ist teilweise richtig eklig, was da drin abgeht. So. Ja. Das machen wir. Das machen wir. So, ist Hartholz weg. Der Sting spinnt und spinnt und spinnt. Ich glaube, du spinnst. Was kostet mich denn, sag mal, eigentlich die Munition? Eisenbahn und Kohle. Oh, Kohle. Mensch. Ich sollte schon fast in die normalen Minen gehen, aber ich will in der Schädelhöhle weiterkommen. Menschenskinder. Wenn nicht, gehen wir heute halt noch in die Mine. Bringt uns das was? Ich will vielleicht ein bisschen Kohle rausholen. Mir ist auch eingefallen, ich sollte mal wieder zum Zwerg. Einen Wein schenken. Ah, das erinnert mich an zu Hause. Schön. Wo bist du denn, Zwerg? Der hatte zwei Herzen, glaube ich, ne? Kann man bei dem der Munition kaufen? Die meisten Menschen fürchten das Unbekannte, deswegen habe ich meinen Laden hier versteckt. Deine Fähigkeiten beim Abbauen beweisen, dass man dir vertrauen kann. So, so. Ja, der verkauft Kirschbomben. Okay. Ja. Das bringt mir nichts. So, jetzt gehen wir halt noch schnell. Hüpfen wir da rein ab Ebene 5 oder so. Und schauen mal, ob wir ein bisschen Stein auf jeden Fall. Schleim muss natürlich sein. Da musste ich eigentlich auch mal gucken. Ach, da ist schon Kohle, sehr schön. Zur 1000 Monsterjagdziel erreicht. Das mit den Krabben hätten wir. Wollte gerade sagen, das mit den 1000 Schleimen kann eigentlich auch nicht mehr allzu lange dauern. Glaube ich. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher, dass das auch nicht mehr allzu lange geht. Wir waren letztes Mal, als ich geguckt habe, waren wir bei 700 irgendwas von 1000. Das kann ja eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Sollen wir gerade mal gucken? Wir gehen, glaube ich, gerade schnell gucken. Da bin ich jetzt neugierig. Bin mal gespannt, was man für die Krabben kriegt. Ich glaube, ich habe die Krabben noch nie weggenatzt, so viele. Lass mal gucken. Er ist zurück! Schrei doch nicht so rum.
Krabbenschalenring. Die Oberseite des Rings ist aus verzauberter Krabbenschale gefährlich. Plus 5 Verteidigung. Krass. Lass mal gucken. Oh Gott. Oh, okay. Ja, das dauert wohl doch noch ein bisschen länger. Die Steinkrabben haben wir jetzt. 3 Dinge habe ich noch nicht entdeckt. Ich glaube, das eine sind noch Dinos. Oder halt diese Echsen. Ja, nice Sache. Ich dachte, ich wäre jetzt echt weiter bei den Schleimen wie nur 700, aber in dem Fall nicht. Oh, der Zug fährt durchs Tal. Der macht ja einen Lärm, das ist ja nicht mehr normal. Der spinnt doch. Ich glaube, das müssten die nicht mal sagen, dass er durchfährt. Das hört man auch ohne, dass er so unten in der Ecke steht. Und so spannend ist das, glaube ich, nicht, oder? Oder gibt es da irgendwas Verstecktes? Ich war, glaube ich, einmal da. Ich weiß, dass der halt... Das ist ein Zug mit, glaube ich, Graffiti drauf oder so. Oder gibt es da irgendwas Spezielles? Sollte man da eventuell mal hingehen? Wenn ihr das wisst, lasst es mich wissen, weil ich weiß es nicht. Jo, das klang ein bisschen komisch gerade. Da müsst ihr durch. Ich sag's, wie es ist. Da müsst ihr durch. Ja, wo bleibt die Leiter? Hallo? Will nicht, hat keinen Bock. Ah, jetzt. Mensch. Ich werde jetzt halt einfach mal ein bisschen rumprügeln hier, damit ich ein bisschen Stein zusammenkriege. Stein ist irgendwie oberste Priorität, weil Stein bin ich echt richtig schlecht auf Lager momentan mit Stein. Das schaut nicht so gut aus. Da bauen wir auf jeden Fall die großen ab hier. Geben die jedes Mal 10? Sieht so aus. Machen wir den Test, hauen wir den auch noch weg. Wenn der auch noch 10 gibt, wissen wir Bescheid. Okay, hier. Ja. 10 plus das, was ich nebendran abgebaut habe. Perfekto. Zack, zack. Alles einpacken, alles einsacken. Geoden sehe ich auch gern. Ich weiß nicht warum, es freut mich immer Geoden zu finden, obwohl die mir ja eigentlich nicht mehr viel bringen. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass Kohle drin ist. Das ist natürlich schon geil. Deswegen werden wir mal ein paar sammeln und irgendwann mal wieder bei Clint vorbeischauen, bei dem Guten. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was sind denn die Skills. Fischen und Kampf fehlt noch, den Rest habe ich auf 10. Schöne Sache. Schöne Sache. Das gefällt mir hier nicht so ganz. Liegt an Stein im Weg. Schön. Da hätten wir schon die Leiter. Die brauche ich jetzt aber noch nicht. Weil ich hier noch ein bisschen sammeln möchte. Da ist noch eine Leiter. Die wollen mich auf der Ebene wohl echt nicht haben, Mensch. Jetzt aber. Da oben ist noch Kupfer. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So. Was konnte ich denn mit Kupfer nochmal machen? Für irgendwas brauchte man doch Kupfer auch immer wieder. Ach, das waren die Kirschbomben. Das war Kupfererz, genau. Aber die Explosivmunition braucht Eisenbarren. Ja. Die Eisenbahn an sich wären ja nicht mal das Problem, wenn man mal überlegt. Eine Eisenbahn für 5 Munition, das wäre easy, sich da mal kurz mit 10 Eisenbahnen Munition zu machen. Ich habe ja 3 oder 400 Eisenerz. Aber die Kohle halt. Weil ich brauche die Kohle erstens mal, um die Eisenbahnen zu machen und dann nochmal Kohle, um die Munition zu machen. Und das geht dann irgendwann auf Tasche. Auf den Geldbeutel geht das irgendwann. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wäre mir lieber, wenn das irgendwie, keine Ahnung, Eisen wäre und Kupfer. Da hätte ich gar kein Problem damit. Gar kein Problem damit. Aber wenn ich mir überlege, dass ich für... Oh, geil. Wenn man überlegt, dass ich für 5 Munition 3 Kohle brauche. Einmal eine Kohle zum Eisenschmelzen. Und 2 für die Munition. Das sind jedes Mal 3 Kohle. Das ist schon, das geht schon echt ins Geld irgendwann. Vor allem, weil Clint die Kohle halt auch nicht so billig raushaut. Klar, mit meinem Geldbeutel könnte ich auch Kohle kaufen jetzt. Aber...
Will ich jetzt mein ganzes Geld nur für Kohle rausschmeißen? Will ich meine Kohle für Kohle rauswerfen? Eigentlich nicht. Sehr ungern. Ich sag's, wie es ist. Da weiß ich Besseres damit anzufangen. Ah ja, guck an. Aha. Weg mit dir. Da hätte ich gesagt, wir gehen. Wir sind eh gerade passend auf einer Ebene angekommen hier. Gehen wir heim. Bushaltestelle. Wir haben 173 Steine. Immerhin, da ging was. Da ging gut was. So wieder ordentlich. Da haben wir die Steine für die Mühle schon dreifach drin. Easy. Perfekt. Jetzt räumen wir das noch weg. Ach, der Stoff ist auch fertig. Schön. Der Stoff ist hier, ne? Genau. Einer fehlt noch. Boah, was habe ich denn hier noch drin? Ach, die Mayo, stimmt. Ich habe gerade gedacht, wieso habe ich denn da Mayo drin? Was mir eingefallen ist, dass ich die ja da drin habe, weil ich die da drin habe. Nee, die habe ich da drin, weil ich die ja fürs Dingens brauche. Hier. Stimmt gar nicht, ich brauche die noch Mayo. Die könnte ich eigentlich auch verkaufen. Könnten wir machen. Machen wir auch. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche den Kaviar und ich brauche Dino Mayo. Dafür habe ich ein Ei. Jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen rein. Was ist da schon wieder los, Mensch? Gibt's das? In letzter Zeit häuft sich das hier wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Und immer steht der in der Nachbarschaft irgendwo. Das ist nicht so geil, ich sag's euch. So, das sieht ja mal nicht so verkehrt aus. Das sieht schön aus, mal wieder. Der Ring kommt noch hier rein. Und dann gehen wir ins Bettchen. Oder beziehungsweise wir gehen gleich ins Bett, wenn wir das Zeug noch in die Kiste geworfen haben. Dich bringe ich auch noch in den Stall. Zack. Kann man da eigentlich... Ich habe das noch nie getestet. Kann man da auch das Becken auffüllen? In dem Fall wohl nicht. So, bis morgen, Darwin. Gute Nacht. Heute wurde es wieder ein bisschen später. So, Katze ist keine Ahnung wo unterwegs. Gute Nacht, Leute. Hei, hei, hei. So, 5400 Gold mal wieder. Schön, schön. Ja. Es ist ein konstanter Geldfluss über Nacht. Da geht immer gut was. Hast du etwas für den Winter eingeplant? Es ist gut, einen Heuvorrat anzulegen. Knutsch, ich hab eingeplant. Ich glaube, die Silos sind so gut wie voll und ich hab noch massig Gras zum Abschnibbeln. Und die Silos reichen rein theoretisch bei 12 Tieren. Lass mich überlegen, jetzt habe ich keine 8, jetzt habe ich 12, ne? Oder hatte ich für 12 Tiere eingerechnet? Ich weiß gar nicht mehr. Also rein theoretisch brauche ich für 10 Tage füttern 120. Das heißt, 20 Tage füttern wäre ein Silo leer. 28, das reicht easy. Das reicht easy über den Winter. Das reicht richtig easy über den Winter. Ich habe 2 volle Silos, glaube ich. Also wir können gleich mal gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die gut befüllt sind. Ziemlich sicher.